Ladies and Gentlemen, ein herzliches Willkommen zurück heute zur Abendroutine bei meinen Kaninchen. Sieht man mich auch? Ja, ich habe es noch nie ausprobiert, mit der Kamera im Dunkeln zu drehen. Ich leuchte mich gerade mit dem Handy hier, damit man mich auch ein bisschen sehen kann. Ich habe hier ein bisschen Licht bei den Stellen. Ich bin jetzt gerade beim Fred, den werde ich jetzt zuerst füttern. Ja, mein Guter. Ja, und zwar in den Wintermonaten mache ich gerade das Video. Es ist gerade schweinekalt. Vielleicht sieht man gerade ja, die warme Luft, die ich hier rauspuste. Ich habe vorbereitet schon mal hier. Sieht man es? Ich habe hier Topinambur drinne. Also dieses Jahr ist super Ernte, dann habe ich noch Futterrübe drin. Das ist das Einzigste, was ich im Garten angepflanzt habe. Ach so, Markstammkohl, das muss ich dann auch noch holen. Und dann gibt es noch Trockenfutter und reichlich ja, Heu. Heu brauchen die sehr viel. Und nicht vergessen, auch wenn es kalt ist, sehr viel Wasser geben. Weil wenn sie Trockenfutter bekommen, muss man sehr viel Wasser geben. Ich hoffe, das kann man hier erkennen. Ja, hier kann man es erkennen. Der Wassertrank, der ist nie eingefroren. Na, Freddy? Ja, ja, fein. So, ich stelle jetzt mal die Kamera um und da werde ich mal den Fred füttern. So, beginnen wir mal die Sache. Das kann man eigentlich jetzt erkennen. Topinambur. Ja, nehm's mit. Also bei der Kamera sieht man jetzt nicht sehr viel. Wenn ihr jetzt real hier mit dabei seid, sieht man viel, viel mehr. Ich weiß nicht, warum die Kamera jetzt nicht so gut hier im Dunkeln filmen kann. Finde ich echt schade auf jeden Fall. Dann habe ich noch ja ein Herz. Habe ich ja von einer Fanpost bekommen, das halbiere ich jetzt erstmal, weil die kriegen nur ein halbes. Ja, das mache ich in die Futterschale mit rein. Lege ich aber mit oben drauf. Jetzt kommt erstmal das Kraftfutter. Ja. So, viele fragen immer, wie viel Kraftfutter muss man überhaupt den Kaninchen geben? Ganz einfach, ein Esslöffel Kraftfutter für ein Kilo Kaninchen. Ja. Muss man wissen, wie schwer eures Kaninchen ist. Dann habe ich hier, hat man das gerade erkannt, das ist auch Kraftfutter. Sieht man jetzt wahrscheinlich nicht so gut. Ja, ein bisschen größere Pellets. Die habe ich auch von der Fanpost bekommen, vom letzten Stream. Die Schorle mache ich hier hinten hin. Ja, das halbe Herz, das mache ich auch auf die Schüssel drauf. So, Wasser ist noch drin, sehe ich gerade. Brauche ich mich nicht drum kümmern. Jetzt hole ich noch ein bisschen Topinambur-Pflanze. Da ist der Fred. Leuchten wir mal von oben. Und dann hole ich Heu und dann war es das eigentlich schon. Mehr bekommen sie nämlich im Winter nicht, weil es gibt ja kein Grünzeug. Ja. So, jetzt kann man es erkennen, hier die Topinambur-Pflanze ist jetzt nicht mehr viel dran, die Blätter sind jetzt nur noch hier oben, mehr ist nicht. Ja, das kriegen die Kaninchen, die können komplett den ganzen Stängel hier fressen. Hier sieht man es besser im Lichte, kann ich zerbrechen, müssen sie auf jeden Fall schnell fressen, weil es ist kalt und da kann das schnell gefrieren, also das drinne hier, das ist sehr wasserhaltig und wenn das gefriert ist, jetzt nicht so schön, kriegen sie auf jeden Fall drei große Stücke. Ja, Heu brauche ich nicht zeigen, das kennt er ja. Und jetzt werde ich erstmal zu den zwei Weibern gehen. Na, hallo Trixi. Ja, meine Süße, was baust denn du denn hier? Ah, die hat schon wieder ein Nest gebaut. Ich habe bei der Community vor kurzem ein Foto gepostet, wo die Nest baut. Das hat sie mal wieder hier unter dem Brett gemacht. Warte, warte, du kriegst das Kleinste hier, Futterrübe. Bist du nicht? Gut, dann nicht. Aber Topinambur. Ja.
Kannst du gerne klauen, renn weg damit. Muss ich dich jetzt wirklich füttern? Hier ganz viel, aber die Blue sieht man leider hier unten nicht. Das Licht reicht hier unten nicht hin. Wirklich blöd. Aber ich wollte unbedingt mal so ein Video zeigen, auch wenn man jetzt nie viel sieht. Boah. So, hier Topinambur. Die braucht nicht so viel. Ich muss aber gleich noch ein bisschen holen. Die Blue ist ja ein bisschen mehr wie die Trixie. So, machen wir mal ein bisschen Licht jetzt. So, jetzt kann man es erkennen. Die Schüssel mache ich eigentlich immer hier hin, mache ich jetzt aber nicht. Nee, Trixie, warte mal, ich mache die mal hier zu dir. Guck mal, was die für Nest gebaut hat. Ich hoffe, das kann man gut erkennen. Ja, müsste man. Ja, hier. Und hier das Nest. Trixie. Guck mal, das hat sie von gestern gar nicht aufgefressen hier. Ist gar nicht eingefroren, aber das hauen wir jetzt weg. Ansonsten gibt mir das der Blue runter, die frisst das mit weg. Wäre schade, wenn wir das wegschmeißen. Ja, Trixie, was ist denn los? Ja, viel fressen, damit du Winterspeck ein bisschen hast. Ja. So, wir sind jetzt bei der Blue. Ach Gott, man sieht da überhaupt nichts. Doch, jetzt sieht man ein bisschen. Also eigentlich ist das richtig hell, aber die Kamera macht das, wie gesagt, gar nicht so hell. Schade eigentlich. Ja, die Blue sieht man aber wenigstens. Oh, es ist auf jeden Fall kalt. Minus 1 Grad jetzt. Die Blue hat kein Nest gebaut, nur die Trixie. Ja, man sieht übrigens hier oben Heu in der Heuraufe, das fressen sie nicht raus, deswegen muss ich das immer in irgendeine Ecke machen. Echt komisch bei den Kaninchen, aber so ist es leider. Aber auf jeden Fall richtig viel Heu reinmachen, weil das ist ja auch getrocknetes Gras und das brauchen sie sehr, sehr viel. Wir gehen mal hoch zur Trixie. Hier sieht man sie besser. Ja, das schmeckt, ne? Guck mal nochmal hier. Also die hat hier unten drunter so wieder mal so ein Nest gebaut. Es ist scheinschwanger, die will wahrscheinlich schon wieder. Aber Trixie, du hast doch keinen Rammler zur Zeit. Und du hast ja vor kurzem erst Babys gehabt. Na? No? Nee, das geht jetzt nicht. Ja, auch hier bei der Trixie ist Heu noch in der Heuraufe. Aber ich mache das meistens dann hier da unten unter Schild. Sorry, wenn mein Handy gerade im Bild war. Irgendwie muss ich ja hier Licht machen. Ja, fein. Also verhungern tun sie, ne? Auf jeden Fall muss ich irgendwann mal Futtermöhren holen bei der Agrargenossenschaft. Die sind auf jeden Fall riesengroß. Jetzt frisst sie gerade das Trockenfutter. Ja, fein. So, jetzt hole ich mal Heu. So, Trixie. Ganz viel Heu. Willst du mit reinkommen? Machst du mal bitte Platz? Ich hau dir das mal da hinten hin. Trixie, du musst mal ein bisschen zur Seite gehen. Mit einer Hand macht sich das gerade ein bisschen schwer. Ich mache das dann nochmal ordentlich richtig. Ja, Trixie, willst du ein Körbchen? Wollen wir ins Freigehege im Dunkeln gehen? Machen wir lieber nicht, bevor der Fuchs kommt oder das andere Zeug, was wir immer von den Nachtsichtkameras gesehen haben. Ja, Trixie, Mensch. Was soll denn das? Willst du hier drinnen eine Bude bauen? Normalerweise mag sie das überhaupt nicht. Also die Tragekisten. Naja, so, weiter geht's. So, da sind wir noch beim Fred. Der bekommt jetzt das letzte Heu. Können wir ordentlich reinmachen. Ja, kannst du das reinkuscheln in die Ecke. Genau. Da ist er. Tun wir mal von oben filmen.
Naja, kannst du schön fressen. Ist leider kein Grünzeug mehr. Es ist jetzt getrocknet, aber das musst du trotzdem fressen. Die sind ja dran gewöhnt jetzt. Ja, mein Dickerchen, mein kleiner alter Ramla, du. Ja. Wie die das immer mögen, gekrault zu werden. So. Oh, meine Hände sterben jetzt ab. Das ist viel zu kalt jetzt. Ja, ich werde mich hier auf jeden Fall verabschieden. Lasst auf jeden Fall eine gute Bewertung da. Wenn ihr eine Idee für ein neues Video habt, schreibt das gerne unten rein. Und da sehen wir uns im nächsten Video wieder. Wieder schauen, reinhauen.